Hallo Sportsfreunde, obligatorischer Film zum Wochenende. Ja, ist wieder eine Woche vergangen. Wir gucken uns heute nochmal die Jungen an. Ja, und wie sich die jährigen Tauben, die ja letztes Jahr Winterzucht waren, entwickelt haben und wie weit eben die Federn hoch sind. So, und dann noch einiges zu dem, was man noch im Futter machen kann und vor allen Dingen, was ich noch zusätzlich im Wasser gebe. Aber als erstes möchte ich mich bedanken. Ich habe jetzt 4000 Abonnenten oder Follower, wie man sagt. Ja, das ist schon eine schöne Sache. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. In 3 Jahren, im April sind es dann 3 Jahre. Ja, ist nicht so einfach, um die überhaupt zusammenzukriegen. Sind ja noch einige YouTuber unterwegs und vor allen Dingen in so einer Nische, Taubensport und das noch in Deutschland. Da ist es wirklich eine Nische. Ist das schon eine tolle Sache. Ja, ich habe mich immer bemüht, in diesen Jahren möglichst zeitnah zu zeigen, was hier im Taubenschlag passiert. Ja, und das ist letztendlich das Resultat. Dafür bedanke ich mich und hoffe, dass Sie das noch lange weiterverfolgen und sich eben diese Filme angucken. So, das, was ich hier mache, das muss man auch mal generell sagen, das ist nun nicht das Maß der Dinge hundertprozentig, sondern das ist eine Möglichkeit, den Taubensport zu betreiben und das ist in diesem Fall meine Möglichkeit. Ich möchte noch ein bisschen was zur Winterbrut sagen. Ich habe das eigentlich schon in vielen Videos getan, aber Winterbrut ist natürlich immer ein bisschen kompliziert, gerade bei den Wetterverhältnissen, die wir dieses Jahr hatten. Jetzt wird es ein bisschen frischer, ein bisschen kälter, jetzt wird es auch trockener in den Taubenschlag. Aber generell zur Winterbrut muss man sagen, jetzt speziell in Deutschland ist sie nicht unbedingt nötig. Ziel dieser ganzen Sache ist eigentlich, die Tauben in den Federn zu behalten, dann, wenn nachher die Jungtierreise beginnt. So, das ist die Hauptsache, die man erreichen will. Das geht auch mit anderen Methoden. Man kann auch später anfahren. Ihr wisst alle, Belichtung ist möglich. Verdunkeln und belichten, so wie es jeder handhabt. So ist es richtig und so muss es ihm Spaß machen. Was nicht stimmt und was oft verbreitet wird, ist, dass die Winterbrut dann nachher nicht mehr brauchbar ist. Dazu kann ich euch sagen, also mein 107, mein 101, das war alles Winterbrut und die haben jährig, zweijährig oder der 107 ist nur 5 Jahre geflogen, immer abgeliefert, egal auf welche Entfernung. Also mit der Winterbrut, wenn man sie nachher ganz knallhart auf der Jungtierreise schweißt, ist das Leistungsvermögen der Tauben nicht erschöpft, sondern sie fliegen die nächsten Jahre dann genauso weiter. Das wollte ich nochmal vorneweg sagen. Dass es immer Tauben gibt, die aus einer normalen Brut genauso gut fliegen, das wäre ja traurig, wenn das nicht so wäre. Denn so viele Züchter, die eine Winterbrut betreiben, gibt es nicht. Und eins muss man auch immer noch wissen bei der Winterbrut. Nur mit dem Durchführen einer Winterbrut wird man trotzdem kein Meister. Da gehört ein bisschen mehr noch dazu. Ja, das soll es eigentlich zur Winterbrut gewesen sein. Hier zeige ich euch mal den Stand hier. Wichtig ist auch, egal auf welchen Grund auch immer, wenn diese ganze Geschichte Anpaarung, das Legen der Tauben nicht so maximal bei 80 bis 85% der angepaarten Paare in 12 bis 14 Tagen erledigt hat, dann empfehle ich jedem, die Sache zu unterbrechen. Denn stimmt irgendwo was nicht, was auch immer, vielleicht die Gesundheit, vielleicht ist auch der Schlag für diese momentanen Wetterbedingungen nicht der ideale. Aber man zieht dann, wenn man das hinzieht und hat dann vielleicht 50% der Paare, die dann wirklich Junge bringen, nicht die Qualität. Das ist meine Erfahrung, die ich so über die letzten 25 Jahre gesammelt habe. So lange mache ich das schon mit der Winterbrut. Also da ist es besser zu warten, dass die Sonne wieder ein bisschen höher steht und dann geht vieles von alleine. So, dann gucken wir uns mal die Jungen an. So, einiges an Zeit vergangen. Das sind die Jungen von 5. Das sind die Jungen vom 51. So, dann gucken wir mal hier. Hier sitzt der Molino. Also der macht mir momentan sehr viel Freude. Das ist eine Taube, wenn ich den Schlag betrete, sucht er sofort das Nest auf. Der würde nicht weiter fressen,
sondern geht aufs Nest und setzt sich auf die Jungen. Das hat er auch vererbt. Ich zeige euch nachher mal die Tochter. Also das ist schon eine Klasse für sich. Und die Größe der Jungen ist ja auch schon dementsprechend. Das macht nicht jede Taube. Der ist mir heute, wie ich an der Zelle war, direkt in den Rücken geflogen, bloß um zu seinen Jungen zu kommen. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier die beiden Jungen von 101. Und hier ist die Tochter des Modelos. Und wie ihr seht, verhält die sich da genauso. Und das sind die Jungen vom 22. So, das sind die beiden kleinsten. Ich habe jetzt die von oben aus den Schlag noch nicht runtergeholt. Einen muss ich selektieren. Der ist nicht so gewachsen, wie ich wollte. Aber alles andere ist recht schön geworden. Sehr gleichmäßig. Das liegen jetzt hier unten auf dem Tisch 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Drei sind noch oben. Also es sind jetzt im Moment noch 15 Tauben. 15 Jungtauben. Ja, und das werden auch die Wehren. Die haben sich auch dementsprechend entwickelt, sind wunderschön gleichmäßig und das ist eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Angelegenheit. Ja, das sind 12 Jungtauben. So, jetzt gucken wir uns mal den Nummer 5 an. Der Nummer 5 ist eine Winterzucht vom letzten Jahr. Und der ja wisst, dass ich lange verdunkelt habe, gucken wir uns jetzt den Flügel an. Also ihr seht, er hat die letzte Feder hochgeschoben. Eigentlich genau so, wie es sein sollte. Der hat natürlich jetzt das Idealgewicht. Die zweite Brut ist gerade dann nachher auch meist noch die besseren Jungen dabei. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Form der Tauben jetzt eben auch ansteigt. Gucken wir uns mal das Brustbein an. Also wie ihr seht, puderrot, keine Schuppe. So kann man es besser sehen, wenn das Licht drauf ist. So stelle ich mir das vor. Ja, das ist so der Stand. Zur Versorgung hatte ich ja das letzte Mal schon was gesagt. Aber ich habe natürlich auch zur Unterstützung, gerade im Winter, jetzt was im Trinkwasser. Und im Trinkwasser befindet sich momentan Elektrolyte. Da gibt es auch mehrere Hersteller. Wichtig ist, mit dem Einsatz der Elektrolyte fange ich an, wenn die Jungtauben 6 Tage alt sind. Also wenn der Übergang ist von der Schleimfütterung zur Körnerfütterung. So, und dann gibt es bei mir 5 Tage Elektrolyte ins Trinkwasser, ob man es, egal von was für einer Firma man das nimmt, aber da ziehe ich dann auch wirklich 5 Tage durch, täglich. Und dann hat man auch den dementsprechenden Code bei den Jungtauben und auch bei den Alttauben. Grit und Mineralien ist klar, das muss immer gemacht werden. Ja, das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Und wenn wir heute gucken, Temperatur ist nicht so, aber meine Jungen haben sich prächtig entwickelt. So. Danke muss ich auch noch sagen, hätte ich bald vergessen, an die Sportsfreunde, die mir noch Ringe geschickt haben. Das ist einmal der Werner Riesch und das ist einmal der Bernd Spieß. So, damit war ich abgesichert und musste diese Notringe nicht benutzen. Danke dafür, aber da gebe ich dann noch mal den aus. So, das soll der Film zum Wochenende gewesen sein. Ich wünsche euch alle viel Spaß mit den Tauben. Bleibt alle Corona-frei und bis zum nächsten Wochenende. Tschüss.